Wie viele Füllstoffe esst ihr täglich? Esst ihr öfter mal Käse oder Wurstwaren oder Kuchen oder andere Süßigkeiten oder Kaugummis oder kauft ihr ab und zu auch mal was aus der Konserve oder Fertiglebensmittel mal schnell aus dem Regal, wenn ihr keine Zeit zum Kochen habt? Oder nehmt ihr gar Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht Medikamente? Da drin stecken jede Menge Füllstoffe. Die Frage ist natürlich immer, woher weiß ich das? Was sind Füllstoffe? Zunächst einmal, warum sind überhaupt Füllstoffe in den Lebensmitteln drin? Die Füllstoffe bewirken Folgendes. Sie machen eine Volumenvergrößerung. Das sind in der Regel unlösliche chemische Verbindungen, die jetzt großartig keine Kalorien haben, weshalb natürlich das Essen als Leitprodukt durchgehen und jeder möchte ja weniger Kalorien haben. Sie verbessern etwas die Textur des Ganzen. Sie werden auch als Verdickungsmittel eingesetzt. Beispielsweise hätten wir ein Verdickungsmittel in unsere wackergrüne Soße gemacht, dann würde es da unten nicht so ein bisschen abstehen, sondern es würde schön geliert und optisch schön aussehen. Wir verzichten darauf und deswegen muss man das vorher schütteln. Um das zu verhindern, macht man beispielsweise ein Verdickungsmittel rein. Nun ist die Frage natürlich vor allem, sind denn diese Dinge schädlich? Einige dieser Füllstoffe, ich werde euch nachher noch ein paar nennen, gehen sogar als Ballaststoff durch, zum Beispiel die Zellulose. Und auch Cognacwurzel ist ein Füllstoff. Das heißt, auch das würde man ja ganz normal als Cognacnudel oder sonst wie verzehren. Das sind jetzt nicht unbedingt gesundheitsschädliche Lebensmittelzusätze. Dennoch gibt es einige, die natürlich da in der Kritik stehen. Da gehört zum Beispiel die mikrokristalline Zellulose dazu und es gehört auch das Siliziumdioxid dazu. Das sind Stoffe, die haben Nanopartikel und man meint, man hat den Verdacht, dass sie vielleicht die Darmwand passieren können. Was dann schlussendlich im Körper passiert, wenn die Darmwand passieren und irgendwie in bestimmte Gewebsgebiete kommen, das weiß man noch gar nicht. Da gibt es Untersuchungen, es ist nicht gänzlich untersucht. Derzeit gelten sie offiziell als gesundheitsunbedenklich. Aber ihr wisst ja, wie das ist, das heißt gar nichts, das kann sich auch wieder ändern. Was natürlich die Füllstoffe machen, sie machen das Essen billig. Und das ist natürlich ein ganz schlagendes Argument für die Nahrungsmittelindustrie. Wenn ich Füllstoffe verwende anstelle der gesamten Urprodukte, die ich drin habe, also wenn ich weniger Käse brauche, um einen Käse herzustellen, sondern ihn mit Füllstoffe strecke, oder wenn ich weniger Gemüse brauche, um ein Gemüseprodukt herzustellen und es strecke mit einem Füllstoff, dann spare ich mir natürlich eine Menge Kosten. Das heißt, das Produkt kann billiger angeboten werden, was natürlich zu Lasten der Vitalstoffe in diesem Lebensmittel geht. Das heißt, ich habe unterm Strich natürlich weniger Vitalstoffe drin, habe aber auch weniger Kalorien drin und es ist nicht unbedingt gesundheitsschädigend. Also kann man das natürlich so herstellen und es ist günstig oder sogar billig. Der Nachteil ist, wenn ich Wert darauf lege, ein reines Lebensmittel zu essen, wenn ich also wirklich nur das Obst und das Gemüse und den reinen Käse haben möchte, dann muss ich natürlich tiefer in die Tasche greifen. Und jeder möchte natürlich so viel wie möglich Geld sparen, also übt dieses Verfahren in der Lebensmittelindustrie, so viele Füllstoffe zu verwenden, einen unglaublichen Druck auf ehrliche Hersteller aus, die wirklich versuchen, so etwas zu verhindern und zu vermeiden, um den Verbraucher damit auch nicht zu täuschen. Nun ist die Frage, wie erkenne ich eigentlich diese Füllstoffe? Die verstecken sich natürlich hinter E-Nummern. In der Regel sind es die E-Nummern in den 400ern, in den 500ern und in den 1200ern. Nun sind Füllstoffe deklarationspflichtig, aber es ist nicht gesagt, dass man sie namentlich nennen soll oder dass man die E-Nummer nennen soll. Das heißt, der Hersteller kann entweder die E-Nummer oder den vollständigen Namen angeben. Nun schaut euch die Praxis an. Schaut euch mal die Liste dieser Füllstoffe an, dann werdet ihr sehen, da gibt es ein paar Namen dabei, die schrecken ab, zum Beispiel mikrokristalline Zellulose oder Siliziumdioxid. Und es gibt Namen, die sind sehr gefällig, wie zum Beispiel Johannisbrotkernmehl oder Cognac. Und es sind natürlich Dinge, die schrecken uns nicht so ab. Und wenn ich Johannisbrotkernmehl lese, denke ich, ach ja, das ist ja ein Produkt aus der Natur, das ist ja gar nicht schlimm. Letztendlich wurde es eingesetzt als Verdickungsmittel, um das Lebensmittel zu strecken. Und um es billiger zu machen. Wir verwenden in unseren Produkten keine solche Stoffe. Ein Beispiel ist unsere grüne Soße, die ich eben schon gezeigt habe. Man sieht diesen kleinen Absatz unten und wir müssen halt einmal kräftig durchschütteln und dann haben wir eine wunderbare homogene Soße und wir brauchen das Johannisbrotkernmehl gar nicht darin. Und deswegen ist es ein echtes Lebensmittel. Um jetzt am Ende die Füllstoffe nicht völlig zu verdammen,
möchte ich noch sagen, dass eigentlich die Idee, diese Füllstoffe zu verwenden, tatsächlich aus dem Haushalt kommt. Denkt zum Beispiel an Gelatine, die man verwendet, um eine Mousse au Chocolat herzustellen. Oder wer auf Gelatine verzichten möchte, weil es ein tierisches Produkt ist, der nimmt Agar-Agar. Und Agar-Agar hat eine E-Nummer, ist also ein ganz offizieller Füllstoff. Das heißt, im Haushalt hat man schon immer solche Hilfsmittel verwendet, um ein Gericht etwas besser von der Form her zu gestalten. Aber man kann natürlich eine Mousse au Chocolat auch völlig ohne Gelatine und Agar-Agar machen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim füllstofffreien Leben.